Mitarbeiter. Also ich danke für die Möglichkeit zu sprechen und ich danke noch einmal Heike Egner und allen ihren Mitarbeiterinnen, dass sie das möglich gemacht haben. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass das möglich ist. Und ich werde jetzt eben zu einem Thema sprechen. Nein, wir sollten präzise sein. Ich habe angekündigt, dass ich eine Anleitung zur Herstellung von Paradoxien liefern werde. Ich werde das auch in Ansätzen tun, also in einigen Sätzen zu Beginn. Und dann werde ich der Versuchung nicht widerstehen, zu diesem Themenbereich zu sprechen mit Ihnen, zu diskutieren mit Ihnen, zu denen meine Vorredner gesprochen haben bereits. Und trotzdem, ich beginne damit mit der Thematik des Lügner-Paradoxons. Dabei ist nämlich Folgendes passiert, unter anderem auch, und das macht es noch leichter, dass ich nur mehr einen Teil meines Vortrages diesem Thema widme. Je länger ich über das Lügner-Paradoxon nachgedacht habe, umso kürzer ist das geworden, was ich dazu sagen kann. Ich werde daher versuchen, im zweiten Teil, wenigstens in Ansätzen, ein viel größeres, umfangreicheres Paradoxon sozusagen anzukündigen, nämlich das Paradoxon der dualistischen Philosophie, das Paradoxon der dualistischen Argumentationstechnik. Ich beginne aber mit einigen Geschichten zur Geschichte des Lügners. Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an Titus, es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dies Zeugnis ist wahr. Vom Kreter Epimenides ist der berühmte Ausspruch überliefert, auch als Paradoxon des Epimenides bekannt, alle Kreter sind Lügner und alle von Kretern aufgestellten Behauptungen sind Lügen. In einer klassischen Formulierung von Eubulides lautet die Lügner-Paradoxie, wenn ein Lügner sagt, dass er lügt, dann bedeutet das, dass er sowohl lügt, als auch die Wahrheit spricht. Denn wenn er die Wahrheit sagt, so lügt er. Und wenn er lügt, so hat er gelogen und sagt damit die Wahrheit. Philetas von Kos hat sich nach einer Legende aus Verzweiflung über seine Unfähigkeit, die Lügner-Antinomie zu lösen, von einer Klippe ins Meer gestürzt. Nach einer anderen ist er infolge angestrengten Nachdenkens über den Lügner verhungert. Nach Karl Popper ist die einzig nützliche Lektion, die wir aus der Beschäftigung mit Paradoxien wie dem Lügner lernen können, die, dass wir sie ignorieren sollen. Ludwig Wittgenstein hat in den Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, wo er sich ausführlich immer wieder mit dem Problem des Lügners beschäftigt hat, geschrieben, wenn jemand sagt, ich lüge, dann sagen wir, dass daraus folgt, dass er nicht lügt. Woraus folgt, dass er lügt und so weiter. Nun gut, du kannst auf diese Weise weitermachen, bis du schwarz wirst. Und warum auch nicht, es macht doch nichts aus. Bertrand Russell hat gesagt, it seemed unworthy of a grown man to spend his time on such trivialities, but what was I to do? Nach Heinz von Förster ist das Problem des Lügners, das die Philosophen und vor allem die Logiker auf die Palme gebracht hat, wie er schreibt, dass der Satz, ich bin ein Lügner, beziehungsweise ich lüge, der aristotelischen Forderung, dass ein sinnvoller Satz entweder wahr oder falsch ist, nicht genügt. Mark Sainsbury hat in seinem erfolgreichen Buch, das heißt auch die Paradoxien, über die Paradoxien nach ihrer Tiefe in eine Skala von 1 bis 10 eingeteilt. Nach dieser Skala ist auf Stufe 1, also am flachsten, das Paradoxon des Barbiers und auf der tiefsten Stufe, auf der Stufe 10, der Lügner. Das Barbierparadoxon besagt in aller Kürze, in einer kleinen Stadt rasiert ein Barbier alle jene, die sich selbst nicht rasieren und die Lösung sei einfach, so sagt Sainsbury, eine solche Stadt gibt es nicht. Wir wollen uns hier auf das Lügner-Paradoxon beschränken. Oft ist auch von einer semantischen Antinomie die Rede, wobei in der englischsprachigen Literatur Paradoxie und Antinomie synonym verwendet werden. Als Beispiel wähle ich eine einfache Fassung des Lügner-Paradoxons, die nach der Stanford Encyclopedia for Philosophy zugleich auch das berühmteste Beispiel für einen selbstbezüglichen, für einen selbstreferenziellen Satz ist und auch der Lügner-Satz genannt wird. Nämlich, dieser Satz ist nicht wahr, beziehungsweise dieser Satz ist falsch. Wenn dieser Satz falsch ist, dann ist er wahr und wenn er wahr ist, dann ist er falsch und so weiter. Nun können wir in der Beschäftigung mit Paradoxien grob zwei Bereiche unterscheiden. Der eine Bereich, das ist die Konstruktion der Paradoxien. Was sind die Voraussetzungen? Was sind die Setzungen im Voraus, die wir machen müssen, um Paradoxien wie jene des Lügners überhaupt konstruieren zu können? Und der andere Bereich, der zweite Bereich,
das sind die Versuche, die Paradoxien zu lösen oder aufzulösen. Und das Ergebnis fällt dann häufig so aus, dass eine Variante des Lügners gelöst oder aufgelöst wird und in der Folge eine neue Variante entsteht. Aus dem Lügner wird dann der verstärkte Lügner oder gar der Sohn des Lügners. Und jüngst erschien bei Oxford ein Buch mit Aufsätzen unter dem Titel The Revenge of the Liar, die Rache des Lügners. Für den berühmten Logiker Alfred Tarski und andere Philosophen sind Paradoxien wie die des Lügners unvermeidliche Begleiterscheinungen von natürlichen Sprachen. Sie beschäftigen sich daher weniger mit der Konstruktion von Paradoxien, als vielmehr mit den Versuchen, sie zu lösen, aufzulösen oder zu vermeiden. Das Ergebnis dieser Analysen ist dann häufig, dass diese Paradoxien eigentlich wirklich genau genommen keine oder bloß unechte Paradoxien seien. Es werden auch Strategien wie die Einführung einer Unterscheidung zwischen Objektsprache und Metasprache zu ihrer Vermeidung verfolgt und so weiter. Mich interessiert vor allem die Konstruktion der Lügnerparadoxie. Ich werde nämlich argumentieren, dass die Paradoxien nicht unvermeidliche Begleiterscheinungen unserer natürlichen Sprachen sind, sondern Begleiterscheinungen der dualistischen Argumentationstechnik, Begleiterscheinungen des dualistischen Philosophierens. Welche Setzungen im Voraus sind notwendig, um eine Lügnerparadoxie von der Art, dieser Satz ist falsch, zu konstruieren? Die wichtigste Voraussetzung, um eine Paradoxie des Lügners zu konstruieren, ist die Idee der Referenz, also die Überzeugung, dass unsere sprachlichen Äußerungen, Aussagen, Beschreibungen sich auf Gegenstände beziehen und über die sie gehen, auf die Objekte referieren, die sie beschreiben und so weiter. Wir sind in diese Idee der Referenz so stark hineinsozialisiert worden, dass sie bei Tarski und anderen Philosophen geradezu als Eigenschaft, als Merkmal von natürlichen Sprachen angesehen wird. Ja, wie uns gerade vorhin Herr Gadenne als Beispiel gebracht hat von John Searle, dass man schon sagen, schon überhaupt vor wir sprachliche Äußerungen in unser Verben haben, schon bereits auf Gegenstände referieren und beziehen können. Unsere Erziehung zur Wahrheit, die Siegfried J. Schmidt erwähnt hat, ist nicht nur eine Erziehung zur Wahrheit des Erziehers, es ist auch eine Erziehung in Denkgewohnheiten hinein, die, wenn wir sie einmal erlernt haben, ja, wie Paul Feyerabend einmal gesagt hat, unser Vokabular ist so von einem objektivistischen Vokabular durchdrängt, dass wir es in paradoxer Weise anwenden müssen, um in irgendeiner Form etwas anderes zu denken. Diese Denkgewohnheit zu durchbrechen ist sehr schwierig, aber ich werde es natürlich ein bisschen versuchen im Anschluss daran. Darum kommen uns eben Beispiele, die vor allem mit der Voraussetzung der Selbstreferenz, der Selbstbezüglichkeit arbeiten und operieren, so zwingend vor, wie sie es tun. Wir haben das Gefühl, es ist gar nicht mehr anders möglich. Diese Setzung im Voraus des Lügnerdiskurses hat den Vorteil, dass die Verantwortung für den Lügner eben an die Verfassung der natürlichen Sprachen abgeschoben werden kann, bei Tarski und anderen. Bei Tarski und anderen ist die Semantik eine Disziplin, die sich mit bestimmten Beziehungen zwischen den Ausdrücken einer Sprache und den Gegenständen befasst, auf die sich die Ausdrücke beziehen. In der Stanford Encyclopedia of Philosophy, dem wichtigsten Nachschlagewerk für junge akademische Philosophinnen, heißt es, dass Referenz ein Verhältnis ist zwischen den Ausdrücken und dem, worüber Sprecherinnen mit diesen Ausdrücken reden. Dass es referierende Ausdrücke gibt, erscheint unbezweifelbar. Der Name Sokrates bezeichnet den griechischen Philosophen. Nach Quine, dem großen Sprachphilosophen der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts, steht das Referieren auf Gegenstände im Mittelpunkt unseres wissenschaftlichen Weltbildes. Daher ist es wünschenswert, die Wurzeln der Referenz im Sprachlernen aufzuspüren. Und er fragt sich auch, woher haben wir diese Fähigkeit des Referierens auf Gegenstände und worin besteht sie? Nun genügt eben Referenz allein für die Herstellung eines Paradoxons nicht. In den meisten Fällen beziehen sich ja Sätze von der Art wie dieser Satz ist falsch auf andere Sätze. Und so sind sie keine Kandidaten für ein Paradoxon. Damit ein solcher Satz paradox wird, muss er sich auf sich selbst beziehen, muss er selbstbezüglich sein. Und das ist gar nicht so einfach. Wie können wir Selbstreferenz bewerkstelligen? Das ist ja notwendig als Voraussetzung, damit wir überhaupt so ein Lügnerparadoxon konstruieren können. Bedingung dafür, dass ein Satz als Paradoxie verstanden wird, ist eben die Selbstreferenz. Er bezieht sich auf sich selbst. Wenn sich der Satz, dieser Satz ist falsch, auf einen anderen Satz bezieht und nicht auf sich selbst, dann ist er kein Paradoxon.
Für eine erfolgreiche Konstruktion des Paradoxon muss also sichergestellt sein, dass er sich auf sich selbst bezieht. Nur so ist gewährleistet, dass der Satz nicht die Falschheit eines anderen Satzes behauptet, sondern seine eigene Falschheit. Wie soll das geschehen? Um auszuschließen, dass sich der Satz auf einen anderen Satz bezieht, statt auf sich selbst, ist es wichtig, dass er von allen anderen Sätzen isoliert wird. Er muss entkontextualisiert werden. Es muss sozusagen gecheckt werden, es muss geprüft werden, ob sich etwa ein Doppelpunkt vor oder nach dem Satz befindet. Dann würde sich dieser Satz ja auf den vorhergehenden Satz beziehen oder auf den nachfolgenden Satz und nicht auf sich selbst. Etwa in solchen Sprachsituationen. Die Vogelgrippe ist harmlos, Doppelpunkt, dieser Satz ist falsch. Oder wenn sich dieser Satz ist falsch auf den nachfolgenden Satz bezieht, dieser Satz ist falsch, Doppelpunkt, Klagenfurt liegt am Ossiacher See. Außerhalb von Aufsätzen über Paradoxien und Selbstbezüglichkeit sind solche Sätze immer, beinahe immer mit vorhergehenden oder nachfolgenden Sätzen verbunden und referieren, wenn wir denn Referenz voraussetzen, auf diese anderen Sätze und nicht auf sich selbst. Wir müssen also sicher gehen, dass der Satz, dieser Satz ist falsch, der einzige Satz auf weiter Flur ist, dass er sich geradezu in einem sprachleeren Raum befindet. Er bezieht sich eben nur dann auf sich selbst, wenn es weit und breit keinen anderen Satz gibt, auf den er sich beziehen könnte, an den er andocken könnte. Er muss also isoliert werden, so weit, dass er sich auf sich selbst beziehen kann. Und das gelingt am besten dadurch, dass er in Artikeln oder Aufsätzen über Paradoxien eingesetzt wird. Nur im Rahmen von Aufsätzen über Paradoxien kann sichergestellt werden, oder können wir sicher sein, dass sich der Satz, dieser Satz ist falsch, sich nicht auf einen anderen Satz beziehen kann, sondern nur auf sich selbst. Auch für einen erweiterten Lügner, der in der Literatur häufig als Beispiel herangezogen wird, ist es nicht leicht, den Selbstbezug zu garantieren. Auch dieses Beispiel wird bei Tarski eingesetzt. Der Satz auf Seite 20, Zeile 30 dieses Buches ist falsch. Und der Satz, heißt es, steht auch tatsächlich auf dieser Seite. Nun, selbst wenn wir ausschließen können, dass es sich um die Rezension eines anderen Buches handelt, oder selbst wenn wir Fehlpaginierungen ausschließen können, ist es immer noch nicht so einfach. Wir müssen ja eine leere Zeile bereitstellen im Vorhinein. Wir müssen die Zeilen auf der Seite abzählen, in die der Satz dann hineinpassen muss. Und das geschieht wiederum nur innerhalb eines Aufsatzes über Paradoxien. Vielleicht könnte man sogar sagen, entstehen die Paradoxien erst im Nachdenken über sie. Auch für ein ähnliches Beispiel ist es nicht so einfach. Der Satz, der gesprochen wird, und ich schaue jetzt auf die Uhr, zwischen 17.45 Uhr und 40 Sekunden und 17.45 Uhr und 55 Sekunden ist falsch. Aber nur dann, wenn die Zeitangabe stimmt, ist das ein Paradoxon, sonst eben nicht. Und die Uhr geht früher oder falsch oder was immer. Und was ich jetzt sage, ist falsch, ist nur dann ein Paradoxon, wenn ich vorher oder nachher den Mund halte und nichts darauf hindeutet, dass sich dieser Sager auf vorher oder nachher Gesagtes beziehen könnte. Ein anderes Beispiel habe ich auch erwähnt im Abstrakt, nicht ich irre mich. Wenn ich mich irre, dann irre ich mich nicht. Wenn ich mich nicht irre, dann irre ich mich. Über dieses Beispiel werden wir dann später noch etwas mehr sagen. Damit ein Satz, wie ein Satz in diesem, der Satz in diesem Rechteck ist falsch und wir imaginieren jetzt diesen Satz und ziehen rundherum ein Rechteck zum Paradoxon werden kann, muss er wiederum vom Satz, auf den er sich zieht, getrennt werden oder separiert werden. Sätze können sich nicht dagegen wehren, worauf sie sich beziehen, entscheiden sie nicht selbst, das entscheiden wir letztlich. Trotzdem ist es nicht zu verhindern, dass für die einen ein Paradoxon ist, was für die anderen ein gewöhnlicher Satz ist. Die Frage, ob ein Satz seine eigene Falschheit behauptet oder die eines anderen Satzes, das ist eine Frage, die Sprecherinnen und Hörerinnen, Autor und Leser verschieden beantworten werden. Vielleicht ist es darum gar nicht so schlecht, dass einige Paradoxien sehr kurzlebig sind. Zum Beispiel diese. Der Satz 1,20 Meter über dem Fußboden ist falsch. Und wenn Sie den jetzt fallen lassen, gibt es genau einen Punkt, nämlich 1,20 Meter über den Fußboden, da ist ein Paradoxon. Vorher nicht und nachher nicht. Eine andere wichtige Setzung im Voraus für die Konstruktion der Lügnerparadoxie ist die, dass sie nur im Präsens formuliert werden kann. In allen Beispielen, die wir angeführt haben, wurden die Kandidaten für das Lügnerparadoxon immer im Präsens formuliert.
dieser Satz war nicht wahr, ist unproblematisch. Dieser Satz war falsch, erscheint unproblematisch. Sätze in der Vergangenheitsform sind als Beispiele für Lügner-Paradoxien unbrauchbar. Und ich möchte jetzt hier schon übergehen zu einer Problematik, die mit der Problematik der Selbstbezüglichkeit zu tun hat, nämlich mit der Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen wahr und falsch hinsichtlich der Auffassungen, die wir selbst haben. Und da vertrete ich jetzt die Position einmal, dass wir hinsichtlich der Auffassungen, die wir vertreten, zwischen wahren und falschen Auffassungen nicht unterscheiden können. Wenn wir zugeben, dass wir uns irren können, und das werden fast alle von uns zugeben, außer wir sind völlige Absolutisten, können wir zugeben, dass wir uns irren können. Sogar die Islamisten des Islamischen Staates in ihrer theoretischen Zeitschrift in Dabiq geben zu, dass Irrtum möglich ist. Natürlich muss der Irrtum dann eingesehen werden und so weiter und so weiter. Irren ist möglich, irren ist menschlich. Ich kann aber kein Beispiel angeben für den Irrtum, den ich begehe. Ich kann sagen, du irrst dich und ich kann sagen, du irrst dich darin und so weiter, aber ich kann kein Beispiel angeben für den Irrtum, den ich begehe. Wenn ich aber kein Beispiel angeben kann für den Irrtum, den ich begehe, dann kann ich auch nicht unterscheiden hinsichtlich der Auffassung, die ich habe, welche von denen wahr sind und welche falsch sind, soweit ich ein positives Wahrheitskonzept oder zumindest ein positives Falschheitskonzept voraussetze. Wenn ich also hinsichtlich der eigenen Auffassungen nicht unterscheiden kann und nur unterscheiden kann bei einem anderen, ob seine Auffassungen wahr oder falsch sind, wie werden dann diese Unterscheidungen beim anderen getroffen? Nun, sie werden auf der Basis der eigenen Nichtunterscheidung getroffen. Das heißt, der Vorwurf des Irrtums an den anderen, das, was du sagst, ist falsch, weil und so weiter, wird erhoben auf der Basis der eigenen Nichtunterscheidung zwischen wahr und falsch. Natürlich können wir davon ausgehen und sagen, naja, aber fast alle unsere Auffassungen sind wahr. Also die Irrtumswahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber das kann der andere auch. Damit kommen wir bestenfalls in Pattstellungen. Wenn wir also nicht unterscheiden können hinsichtlich der eigenen Auffassungen zwischen wahr und falsch, wie funktioniert es dann überhaupt? Naja, wir haben die Referenz, wir haben die Möglichkeit, uns zu beziehen auf Gegenstände, auf das, worüber wir reden. Und wenn wir das tun, dann haben wir die Möglichkeit, auf eine ganz seltsame Weise, durch eine Änderung der Diskursrichtung, und jetzt wird es kompliziert. Da muss ich also jetzt damit anfangen, dass ich sage, das, worüber wir reden, ist das, was wir schon gesagt haben. Ich habe mal eingeführt, diese Unterscheidung zwischen so far und from now on. Das Objekt der Beschreibung verhält sich zur Beschreibung des Objekts, wie die Beschreibungen so far zu den Beschreibungen from now on. Und so ändert jede Beschreibung das Objekt in ein neues Objekt weiterer Beschreibungen. Unsere Auffassungen ändern sich und die Wirklichkeit, hic et nunc, ist nichts anderes als der Stand der Beschreibungen zum Zeitpunkt T. Und jetzt haben wir aber ganz stark eingebaut in unser Denken, in unsere Denkgewohnheiten, dieses Modell von Realität, von Beziehen auf die Korrespondenz. Es wurde schon ein paar Mal erwähnt, der Großteil der Leute sind Realisten. Nun, auch das hat zu tun unter anderem mit ganz geschickten Veränderungen in der Sprache. Noch zu Zeiten von Nietzsche wurde, von Fichte, wurde unterschieden zwischen Dogmatismus und Idealismus und der Dogmatismus hat sich mit der Zeit gewandelt in einen Realismus. Das Korrespondenzprinzip, das jetzt so häufig vertreten wird, beruft sich wie viele andere Positionen darauf, dass es in etwa auch die Auffassung entweder in der Wissenschaft sei oder die Auffassung sei in den, was der gesunde Menschenverstand vertritt, was der Common Sense vertritt oder wie zum Beispiel Moritz Schlick in einem Konflikt mit Otto Neurath gesagt hat, ich bin nicht für deine merkwürdige Kohärenztheorie, ich bin für diese Theorie, die das unverbildete Volk vertritt, nämlich die Korrespondenztheorie. Und das erwähne ich jetzt deswegen, weil ich vor ganz kurzer Zeit mit einem wunderbaren Buch mich konfrontiert habe. Ein Buch, das veröffentlicht wurde 1938 von einem großen Philosophen, einem norwegischen Philosophen mit Namen Arne Naess, der damals eine Studie gemacht hat, und die Studie heißt so wie das Buch, Truth as conceived by those who are not professional philosophers. Das heißt, er hat mit Hunderten von Leuten eine Untersuchung gemacht und diese Untersuchung hat er gemacht, um festzustellen, welche Wahrheitskonzepte nicht professionelle Philosophen, also sowohl Akademiker und Nicht-Akademiker gehabt haben, aber nicht professionelle Philosophen. Und er hat das nämlich gemacht, weil er gemerkt hat, dass egal welche Wahrheitstheorie vertreten worden ist, die Philosophen immer wieder unterstellt haben oder vorausgesetzt haben, dass
die pragmatische Wahrheitstheorie aller James, dass die realistische Wahrheitstheorie aller Realisten oder die Kohärenztheorie genau das sei, was auch das Volk vertritt. Genau zum Beispiel, wie sehr häufig auch bis heute noch von den einen argumentiert wird, dass der kritische Rationalismus oder Popper's Trial and Error Methodologie das ist, was die Wissenschaften praktizieren und sehr oft auch das Gegenteil davon. Und dabei ist bei dieser Studie dann herausgekommen, dass die Vorstellungen über Wahrheit derart inkohärent sind bei den einigen hundert Probanden, die dabei befragt worden sind, dass man überhaupt keine Rückschlüsse von dieser Art sozusagen legitimieren kann, dass jemand sagt, ich vertrete eine Wahrheitstheorie und diese Wahrheitstheorie ist auch die Wahrheitstheorie, die in der Wissenschaft vertreten wird oder vom gemeinen Volk vertreten wird oder von den unverbindlichen Leuten. Aber gut, dieser Wahrheitsbegriff, der ist sehr stark. Mich interessiert immer noch, wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir dieses Wahr-Falsch-Unterscheidung beim anderen argumentieren können. Wie machen wir aus unseren Setzungen Voraussetzungen für alle übrigen? Und was wir dabei tun, ist das, dass wir entlang dieser Linie, die uns das referenzielle Denken erlaubt, dieses dualistische Denken erlaubt, dass mit diesen dichotomischen Unterscheidungen von Sprache einerseits und Wirklichkeit, Realität, Objekt, Ding, an sich und für sich andererseits diese Unterscheidungen, die möglich sind. Natürlich gibt es da große Abstufungen. Die einen stellen sich die Welt so vor, wie sie an sich ist, unmöbliert und möblieren sie dann. Die anderen sagen, die Möbel sind schon vorher da. Da haben wir verschiedene Abstufungen. Aber ob wir Konstruktivisten sind oder Realisten oder Relativisten, ist für mich im Prinzip kein großer Unterschied. Alle verwenden diese Art von Referenz. Die einen operieren mehr mit Selbstreferenz, die anderen mehr mit Fremdreferenz. Immer wird, wenn wir diese Unterscheidungen treffen, so vorgegangen. Die Auffassung des anderen wird bezogen auf das Objekt, über das der andere spricht und über das ich spreche. Nur dieses Objekt ist alleine nicht entscheidungsfähig. Dieses Objekt ist nichts anderes wie der Basiskonsens, den wir haben müssen. Das ist die gemeinsame Setzung im Voraus, mit der wir operieren müssen und von der wir ausgehen. Wenn wir aber jetzt versuchen zu erklären, warum die andere Auffassung falsch ist, dann müssen wir das Objekt angeben mit Hilfe der eigenen Auffassung, die wir haben. Das heißt, wir müssen das Objekt, über das wir reden, wir müssen die Realität, über das wir reden, den Realitätsausschnitt, das Objekt, mit Hilfe der eigenen Auffassung erkenntnisentscheidungskräftig machen. Und das gelingt uns. Das gelingt uns, wenn wir die abweichende Auffassung auf das Objekt beziehen. Auf das Objekt alleine, der Tisch, die Realität, die Wirklichkeit, das reicht nicht aus. Die Realität hat jeder auf seiner Seite, den Tisch auch und was immer wir, womit wir operieren. Wenn wir aber die abweichende Auffassung beziehen auf ein Objekt, das wir angeben im Vorhinein mit Hilfe der eigenen Auffassung, dann werden wir gewinnen. Mal der andere gewinnt auch, aber ich gewinne auch. Ja? Das Merkwürdige ist, dass wir auf diese Weise vielleicht zwar in Pattstellungen kommen, aus denen wir schwer herauskommen. Aber was wir tun ist, das Ergebnis unseres Reflektierens, unseres Forschung, wird der eigenen Forschung und der anderen Forschung vorausgesetzt. Wir apriorisieren, ja, wir nehmen nach vorne weg die Resultate unserer Forschung und setzen sie den anderen und den eigenen voraus. Die eigenen Setzungen werden zur Voraussetzung für den anderen und für mich selbst gemacht. In meinem Fall kriegen wir dann ein 1-zu-1-Verhältnis zusammen, ja, der Satz, der Schnee ist weiß und der Schnee ist weiß. Abgesehen einmal davon, dass die Beispiele, die in der Philosophie meistens verwendet sind, derart trivial sind, dass sie maximal zwischen 6- und 10-jährigen Kindern akzeptiert werden können. Damit lenken wir ab von diesem Beispiel. Ja? Geschenkter Schnee ist weiß und das Eskimos, das mal 30 machen und so, das wissen wir inzwischen auch dank Glasersfeld und anderen. Das heißt, wir machen aus den Setzungen, die wir machen, Voraussetzungen für die anderen. Und wie machen wir aus persönlichen Setzungen Voraussetzungen? Nun, jetzt kann ich sagen, im allgemeinen Sprachduktus, da haben wir eine relativ einfache Möglichkeit. Da depersonalisieren wir die eigenen Auffassungen, wir passen sie der Realität an, über die wir reden und mit der wir in Einklang sind. Nun, wenn wir dieses dualistische, dichotome Modell voraussetzen, dann werden wir, während wir reden, mit der Welt im Einklang sind. Wir können nur vom anderen sagen, die Welt ist anders, als du glaubst. Nun, was der andere sagt, wird personalisiert. Die Welt ist anders, als du glaubst. Die Welt ist anders, als was du für hältst. Sie ist nicht so, wie du meinst, dass sie ist.
In Wirklichkeit ist sie so und so. Nur nach diesen depersonalisierenden Ausdrücken, wie in Wirklichkeit, in Wahrheit, tatsächlich, wie wir heute wissen, wie die Wissenschaft gezeigt hat, kommt immer die je persönliche eigene Auffassung. Das sind Argumentationstechniken. Und diese Argumentationstechniken, je stärker wir sie verwenden, und ich würde sagen, natürlich Leute wie Karl Popper sind ein großer Fortschritt gegenüber früheren Positionen. Man redet nur mehr, man kann zwar selbstdogmatisch sein in seiner undogmatistischen Position, wie es vielleicht Popper zum Teil gewesen ist, aber wie es natürlich Herr Gardin nicht ist, und kann sagen, ja, wir wissen ja nie genau, ob wir uns der Wahrheit genähert haben. Aber diese Idee der Annäherung an die Wahrheit, diese Idee, die ist nicht nur stark in dieser Seite, sie hat auch sehr stark zu tun mit der Selbstvorstellung von Wissenschaft. Die Wissenschaft zeigt oder hält sich auch sehr häufig für selbstkorrigierend. Ja? Das hat einen großen Vorteil. Wenn die Wissenschaft selbstkorrigierend ist, das heißt, wenn die nachfolgenden Auffassungen besser sind wie die vorhergehenden, wenn die nachfolgenden Theorien besser sind wie die früheren, dann sind wir in der Zeitreihe zuletzt und wir haben wenigstens das Glück, wenn wir auch noch nicht die Wahrheit haben, sind wir ihr jedenfalls näher wie alle vorhergehenden. Und die Hoffnung, die wir in der Wissenschaft haben, in diesem wissenschaftlichen Verdrängungswettbewerb von Theorien, der natürlich stattfindet, ist, wenn wir dann wichtige Wissenschaftler, Physiker sagen, naja, aber am Ende werden sich doch die richtigen Theorien durchsetzen. Man sagt, naja, aber zumindest die besseren Theorien setzen sich durch. Das heißt, die richtigen oder die besseren oder die eher wahren Theorien verdrängen die anderen Theorien. Und so verdrängen sie sich und so weiter. Aber dieses Selbstkorrekturmodell berücksichtigt eigentlich wenig, dass der Großteil der Theorien, die gegeneinander kämpfen, ja parallel vertreten werden. Die früheren Theorien, die haben wir eh schon aufgegeben. So wie wir eben sagen, ja, ich kann mich selbstverständlich irren, aber als Beispiel kann ich immer nur Irrtümer angeben, von denen ich mich bereits getrennt habe. Irrtümer, die ich nicht mehr begehe. Hinsichtlich der Auffassung und Hic et Nunc kann ich diese Unterscheidung nicht treffen. Und da ich von dieser Unterscheidung aus argumentiere ich und kritisiere ich die Auffassung der anderen. Aber die Kritik an den anderen ist nichts anderes als die Diskrepanz, die Differenz zur Auffassung, von der aus der Vorwurf des Irrtums erhoben wird. Ist das schon genug zum Diskutieren? Natürlich können wir noch nicht, also meine, die religiöse Bereich haben wir auch noch nicht irgendwie, der wurde früher ein paar Mal erwähnt, nicht? Es ist ganz wunderbar, wenn Sie nachschauen im Netz, ich habe es vielleicht schon einmal erwähnt, aber es wird immer besser. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt DABIC. Dora Anton Barbara Ida Q, so wie Quine, DABIC. DABIC finden Sie im Internet, wenn Sie eingeben, bei Google, dritte, vierte Stelle, das Clarion-Projekt stellt jede DABIC-Ausgabe Hochglanzpapier ins Netz. In der letzten wird argumentiert, warum Sklaverei hilfreich ist für Frauen wie für Männer, für Haushalte und so weiter. Ja. Es wird alles Mögliche argumentiert. Es ist das Magazin, das Hochglanzmagazin des Islamischen Staates. Dieses Magazin argumentiert strukturell genau gleich wie fundamentalistische Christen aus dem Bible-Belt oder was immer, ja, oder Katholiken und so weiter. Es gibt zum Teil die gleichen Beispiele. Also den Propheten Jeremias, den ich kürzlich in einem Papier einer Philosophin gesehen habe, die auch noch über Wittgenstein schwadroniert. Genau das gleiche Beispiel finde ich bei DABIC, ja. Und da wird argumentiert mit Wahrheit, mit Falschheit, mit Argumentation, mit Rhetorik, mit was die Mehrheit der Scholars sagt, mit Konsens, mit Dissens, mit Evidenz. Ja? Das gesamte Vokabular und dieses Vokabular, in das wir hineinerzogen werden, und dieses Vokabular, das wir nur so schwer abschütteln können. Wir können es wahrscheinlich nur an der einen oder anderen Stelle etwas aufbrechen, aber ich kann nicht erwarten, weder von Ihnen noch auch sonst, es gibt natürlich leichte Möglichkeiten. Statt zu sagen, wir beziehen uns auf, darauf, was wir schon gesagt haben und was immer, kann ich sagen, ich gehe davon aus. Statt einen Fortschritt in Richtung auf ein Ziel hin, kann ich von einem Schritt fort von dort, wo wir jetzt sind, reden. Ja. Das heißt, eine Philosophy of Change and Pursuit of Change ändert die Auffassungen, die wir haben, mit jenen neuen Beschreibungen, Theorien. Da dann aus diesen Änderungen, aus diesen Setzungen, Voraussetzungen wiederum zu machen, die uns helfen in Konflikten, zu erklären, warum deine Auffassung falsch ist und meine richtig ist. Und ich habe dort keine andere Möglichkeit. Wenn ich in irgendeiner Form einen positiven Wahrheitsbegriff vertrete, muss ich in jedem Konflikt die eigene Auffassung wahrer halten wie die abweichende Auffassung. Und diese Argumentationstechniken bringen uns in Pattstellungen. In diesen Pattstellungen wird eher das Gespräch abgebrochen, statt weitergeführt. Darum denke ich mir und darum begrüße ich natürlich auch konstruktivistische und relativistische und
pragmatistische, neopragmatistische Ansätze, die schwache Wahrheitsbegriffe vertreten. Selbstverständlich können diese schwachen Wahrheitsbegriffe, wenn es darauf ankommt, jederzeit wieder verstärkt werden, nicht wie vom Lügner zum verstärkten Lüger und so weiter. Aber trotzdem würde ich sagen, lieber einen schwachen Wahrheitsbegriff wie einen starken, lieber keinen wie einen schwachen, aber so geht es halt weiter. Okay, ich danke Ihnen schön, vielleicht können wir diskutieren zu dem, was ich gesagt habe.